Mit dem neuen Update Age of Heroes kam auch diese kostenlose Rüstung hinzu und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr sie bekommen könnt. Dafür müsst ihr nämlich in die Einstellungen gehen, unter Konto und hier eure E-Mail angeben. Sobald ihr das gemacht habt, bekommt ihr von Funcom eine Bestätigungs-E-Mail und ca. 24 Stunden später eine weitere E-Mail, in der sich ein Code befindet. Geht dann zu eurem Basar, klickt auf Code einlösen und tippt in dieses Feld den Code, klickt auf Senden und schon habt ihr die hyrkanische Kriegsherrnrüstung. Ja, ziemlich cool, dass es das kostenlos gibt, einfach nur, wenn man seine E-Mail-Adresse angibt. Wer jetzt keinen Bock drauf hat, ihr könnt im Nachhinein ja auch immer noch den Newsletter wieder abbestellen. Jetzt gucken wir uns aber doch auch noch mal ganz kurz an, was die Rüstung denn sonst noch so kann. Ich habe hier natürlich die perfektionierte gemacht. Das ist eine schwere Rüstung mit einem Rüstungswert von 200 für den Kopf, einem Rüstungswert von 350 für den Torso, die Handschuhe liegen bei 100, die Hose bei 250 und die Stiefel bei 100. Sonst hat sie keine weiteren Funktionen. Ich denke mal, wenn man sie dann noch mit dem entsprechenden T4er aufwerten lässt und dann auch noch mit irgendwelchen Verbesserungskits belegt, dass sie dann eigentlich eine ziemlich gute Rüstung ist. Die könnt ihr auch schon ab Stufe 1 herstellen und sie erfordert mit der normalen Version einfach nur die Werkbank eines Rüstungsmachers. Wir gucken jetzt mal nach, was sie so kostet. Sie kostet eine schwere Polsterung, Eisenbarren und Leder. Was im Prinzip ja jetzt auch nicht so schwer zu besorgen ist. Ja Leute, das war's auch schon zu diesem kurzen Video. Ich wollte euch einfach nur daran teilhaben lassen und für alle die, die Bock auf diese Rüstung haben, geht sie euch holen und habt ein bisschen was davon. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend.